Wurde der heute beim Talk gewechselt? Setzt euch bitte. Wenn dann meine Show beginnt. Mal, er sagt sogar. Können wir nicht alle genau dazwischen? Das ist Quatsch eigentlich. Darf ich dir direkt eine Frage stellen? Ja. Dankeschön, Jana. Wann kommt mein Vater von der Tankstelle zurück? Nur erste Mal. Ja, es geht gar nicht. Leider. Leider gar nicht. Na ja, gut. Okay. Schade dann. Boah. Ey, so. Show, yes, Showtime. Sehr gut. Dankeschön. Auch eine ganz neue Situation für mich, euch irgendwie dann so nah dran zu haben. Ich gucke mich gerade noch ein bisschen um und finde mich gerade mal zurecht. Ihr habt es sehr muckelig hier. Jetzt stelle ich mich so ganz formal vor. Mein Name ist Timon. Ich lese Gedanken. Schön, euch zu sehen. Menschen, die das zum ersten Mal hören, haben Angst, dass das bedeutet, dass sie sofort von Anfang an irgendwie interaktiv mitmachen müssen. Und das stimmt auch. Das heißt, ihr werdet gleich nacheinander, alle miteinander, quasi auf der Bühne und außerhalb der Bühne ein paar Mindgames mit mir spielen. Ich schaue euch in die Köpfe. Es gibt, glaube ich, auch einen Wetteinsatz. Wenn ich mir ihn richtig gemerkt habe, von draußen ist der 300 Euro. Das heißt, wir haben jetzt 300 Euro in den nächsten Zeiten verdienen, dann werde ich Grevis PIN-Nummer euch im Gegenzug verraten. Ich habe so ein paar Theorien mitgebracht, die ich gerne testen würde mit euch gleich hier so im Livestream dann. Ich muss euch kurz den Hintergrund wieder eingeben. Ich bin jetzt vor kurzem nach Berlin gezogen. Da haben wir uns, glaube ich, vor einem Jahr auch schon kurz gesehen. Aber ich wohne jetzt seit einem Monat knapp da und habe davor aber schon in Berlin gearbeitet, nämlich im KitKat-Club. Ehrlich jetzt? Oh, ja, geil. Ja. Als Mentalist. Ich glaube, ich habe dich da mal gesehen. Ich habe gerade Spaß gehabt, ich habe dich im KitKat getroffen. Ich kann Gedanken lesen, so nämlich. Du kannst kurz erklären, was der KitKat-Club ist für die Menschen, die es nicht kennen. Das ist ein sehr nicer Fetisch-Club in Berlin-Mitte. Genau. Nicht in Berlin, aber in Berlin halt. Und da kann man mit sehr knappen Outfits reingehen, ein bisschen auf Techno feiern. Und wenn man möchte, gibt es da auch einen Darkroom und einen Pool. Und da kann man sich vergnügen, ne? Und eine Sauna gibt's auch. Sauna gibt's auch, ja. Guck mal, wir haben die Experten am Start. Das sage ich ehrlich, würde ich nicht. Genau, das hast du gehört von Freunden. Genau. Ich habe da 2 Jahre gearbeitet als Mentalist und ich habe Folgendes gemerkt. Der Punkt ist nämlich, man trägt sehr wenig, so sehr knappe Outfits. Geil. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass bestimmte Typen Gast immer bestimmte Farben Unterwäsche anhatten. Ich konnte also quasi irgendwann sehen, okay, da vorne kommt jemand mit roter Unterwäsche, das ist abenteuerlustig, das will gesehen werden. Kommt jemand mit weiß, das ist unschuldig, aber offen für Vorschläge. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Keine Unterwäsche. Theo. Ist auch die Farbe der Hoffnung. Ja. Und irgendwann hatte ich so viele Leute mit ihrer Unterwäschefarbe abgeglichen, dass mein Gehirn angefangen hat, im Alltag den Umkehrschluss zu ziehen. Ich konnte also quasi mit Leuten quatschen und sobald ich ungefähr wusste, wie die drauf sind, hatte ich auch so eine Intuition darüber, wenn man so will, welche Farbe Unterwäsche die wahrscheinlich tragen. Du guckst schon nach. Also es ist eine sehr schwere Theorie, die kann man auch sehr schwer testen. Ja. Da bin ich jetzt gespannt. Davon seid ihr aber heute hier. Genau, darum seid ihr heute hier. Genau genommen vier von euch. Wir machen einfach mal so ein Swipe durchs Publikum durch. Ihr könnt stehen bleiben, wo ihr seid. Ich gebe euch auch eine Reihenfolge. Die Reihenfolge ist 1, 2, 3. So wie ihr steht. Das ist genau 1, 2, 3, 4. Das ist auch die Reihenfolge, in der ihr wahrscheinlich sterben werdet. Und für dich wird es am Montag sein. Am Montag? Krass. Jetzt, wo du das weißt, Adi, einmal ganz kurz für das Publikum zu Hause, was habe ich dir gerade gegeben? Ein Würfel? Ein Würfel, aber nicht mit Zahlen, sondern mit Farben. Es könnte ja sein, dass ihr vier sagt, Timo, wenn du versuchst, die Farbe meiner Unterwäsche zu raten, dann stehen die Chancen ganz gut, dass es blau oder schwarz oder grau ist. Darum mach dir gleich Folgendes. Suchst dir auf dem Würfel die Farbe aus, von der du meinst, dass du sie anziehen würdest, wenn du morgen Abend, Jakob, mit mir oder ohne mich ins KitKat gehen würdest. Du legst die Farbe zum Beispiel weiß nach oben auf den Würfel, deckst ab mit der anderen Hand, so dass keiner sehen kann, welche Farbe das ist. Ich stelle dir dann eine Frage zu deinem Charakter und kann dir dann hoffentlich auf den Kopf zusagen, welche Farbe du in dem Club wahrscheinlich anhättest. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich schaue dich so lange an, Regina. Okay. Und dann kommen gleich die Fragen, um rauszufinden, quasi, wie ihr genau tickt. Du hast dir eine Farbe ausgesucht. Die oben ist. Die oben ist, genau. Hier ist deine Frage. Adi, welche Frucht ähnelt am meisten deinem Charakter? Welche Frucht beschreibt am besten deine Persönlichkeit? Eine Birne. Das war nicht das Erste, was du sagen wolltest, glaube ich. Das macht aber nichts. Halt deine Farbe bitte im Kopf und gib den Würfel einmal weiter an Jakob. Du machst also das so, wie er ist. Bitte? So, wie er ist. Oder gemixt, wie du möchtest. Jakob macht das gleich. Du suchst eine Farbe aus, legst sie oben auf, deckst ab mit der Hand, sagst Bescheid, wenn du soweit bist. Ich schau dich so lange an. Erwähnst du die Farbe, die wir jetzt anhaben oder die wir im KitKat? Die ihr euch aussucht, die ihr im KitKat anhaben würdet. Genau. Hier ist deine Frage. Neben dir siehst du zwei junge Herren. Welchen davon findest du weniger nett und warum? Das ist schwer. Du brauchst natürlich nicht. Die sind alle nett. Also das genau. Ist, deine Reaktion sagt auch genug in dem Moment. Gib den Würfel einmal weiter an Jana. Für Firma würde ich euch das letzte so verraten. Krass, ich weiß nicht, was hier passiert. Du hast eine gewählt. Bevor du irgendwas sagst, hätte ich gerne, dass du weißt, dass die meisten Frauen in der dritten Runde sich für die Farbe Blau entscheiden. Wenn du Blau genommen hast, sag bitte Ja.
Ja. Das ist einfach. 75%ige Chance, zu vorhersehbar, neues, eine neue Farbe. Es ist zu einfach vorhersehbar. Ich glaube, genau. Neue Farbe ausgerufen. Oh. Der ist doch mit der Kamera verbunden. Nein, das wird doch hier. Schau so lange in die andere Richtung, sag Bescheid, wenn du bereit bist, eine Farbe creepy auflegen. Ja. Wenn du beim ersten Mal blau wählen, gibt es in der nächsten Runde eine Chance von 50%. Nur noch beim ersten Mal ist 75%, also 50%, dass sie rot wählen. Wenn du rot gewählt hast, sag bitte ja. Und nimm eine neue Farbe, es ist zu beendbar. Letztes Mal, wir machen das letzte Mal, such dir eine aus. Hattest du schon ein Motorrad drin und jetzt so etwas in der Hose, dass ich nicht so vibriert? So ja. Mal, du weiß möchtest, fass mich an, aber ich wünschte, es wäre so das einfach. Das gibt's doch hier anfassen, jetzt nicht. Ja. Nicht hier. Aber nur im Kit-Tech-Club. Jetzt auch. Guck nachher in deinen Kopf rein. Okay. Hast du eine genommen? Was anderes? Bei der Therapie da. Ich muss meinen Chat öffnen, Chat. Geil. Ich glaube, Jonas denkt tief nach. Du brauchst weiter nichts zu sagen, gib den Würfel weiter an Regina. Du machst das für die letzte Runde, du brauchst nichts mehr zu sagen. Den Würfel gibst du einmal weiter an Regina. Gleiches Turnfarbe oben auf, abdecken mit der Hand. Dann kommt auch noch deine Frage, um deinen Charakter rauszufinden. Ihr kennt eure Farben noch, ja, ihr habt es nicht vergessen in den letzten drei Minuten. Du kannst einfach stehen bleiben für den Moment. Hier ist deine Frage, hast du in deinem Leben jemals einen Partner oder eine Partnerin betrogen und würdest du es nochmal tun? Nein, nein. Auf beide Fragen, fantastisch. Gib mir den Würfel, den kannst du einmal mischen, dass ich die Reihenfolge nicht mehr sehen kann. Sehr gut. Ich werde gleich vier Farben benennen. Wenn ich deine Farbe richtig benenne, dann darfst du dich wieder setzen. Du warst ein bisschen schwieriger dreimal, dann wird es irgendwann schwierig. Du hast auch nichts mehr gesagt, aber setz dich, wenn ich richtig liege. Gelb, die Farbe deines Herzens, schwarz, blau und grün. Hä? Willst du mich verarschen? Was? Trick, du Trick. Oh, so war es nicht klar. Was? Okay. Wir haben noch so ein paar Sachen vorbereitet. Crazy. Hä? Ihr seid ja, ich wollte sagen, ihr hängt ja wahrscheinlich ab und an auf TikTok ab, aber wenn ich das richtig sehe, dann ist das ja der Arbeitstag von vielen von euch. Oder ihr habt da extrem viel mit zu tun, wahrscheinlich auch mehr als ich. Ich habe aber auf Social Media jetzt zumindest gemerkt, und ihr könnt mir mal sagen, ob das so ist, dass es einen Trend gibt hin zu zum Übernatürlichen wieder. Dass Leute halt jetzt so mit Kristallen kommt viel, Pendel, Aura, Astrologie, irgendwie Tarotkarten und so weiter, haben, glaube ich, sieht man so einen Abtick drin. Ne? Und ich habe mir einen von diesen Kristallen gekauft. Ich habe mir einen so einen Kristall gekauft, die heißen Peklavo-Kristalle. Das ist so ein Bergkristall-Unterart irgendwo, das weißt du vielleicht dann besser als ich. Weil kein Geologe. Okay, na gut. Du bist aber ein Wissenschaftler, dann weißt du sowas. Also ein Kristall, Peklavo-Kristall, und der soll dein Chakra wieder reinigen und in Einklang bringen und dich stärker machen und so. Und ich habe gedacht, wir testen das jetzt einfach wissenschaftlich, semi-wissenschaftlich hier auf der Bühne. Und zwar Jonas, ich glaube, du wärst der perfekte Kandidat dafür. Jetzt einmal aufstehen, bitte. Hallo! Komm zu mir, jetzt, komm nach vorne. Ja, wir haben uns gerade schon die Hand geschüttelt. Ich bin so auch in dem Bühnenmodus, dass ich irgendwie dann die Hand schütteln will und es mit Applaus machen möchte. Komm zu mir rüber. Jonas. Ja, in dem Würfel war doch was drin, oder nicht? Ich habe für dich mitgebracht einen waschechten Peklavo-Kristall. Der hat ganze 15 Euro gekostet. Damn. Schwer zu bekommen, für 20 Euro könnte heute also deiner sein. Vielleicht kann ich dich davon überzeugen. Wir gucken erstmal, halt ihn bitte einmal fest. Und sag mir, fühlst du jetzt was in deinem, fühlst du was in deinem Kronenchakra gerade? Also ich glaube, ich fühle mich normal. Fühlst du was in deinem Herzchakra? Wahrscheinlich auch normal. Wurzelchakra. Oh. Ist auch noch gut. Aura. Auch alles gut? Okay, die Theorie ist folgende. Immer wenn du diesen Stein festhältst, geht es dir besser und wirst du stärker, weil deine Chakren gereinigt werden. Das testen wir dreimal nacheinander. Ich habe drei Tests vorbereitet. Hier ist Test Nummer 1. Bitte einmal die Füße zusammenstellen. Einmal die Arme, einen kleinen Schritt nach vorne. Nach vorne, genau. Einmal die Arme zur Seite spreizen und einmal den Oberkörper und die Arme steif machen, dass ich draufdrücken kann. Super. Ganz genau, anspannen. Jetzt das linke Bein anheben. Position nenne ich den Flamingo. Du darfst nicht das Bein absetzen, aber du darfst einen Ausfallschritt machen. Wenn ich nämlich jetzt, du hältst den Oberkörper steif und ich drück hier drauf, dann zieht es sich zur Seite einfach um irgendwann. Ja, halt alles steif. Ja. Alles. Alles steif halten, hoppa. Oh, okay, fantastische Balance, okay. Und mach, sobald du brauchst, einen Ausfallschritt. Okay, er ist sehr gut in Balance. Okay, aber du merkst, dass du schneller einigermaßen aus Balance kommst. Ja, ja. Hier ist der Peklavo-Kristall für dich. Du kannst dich wieder hinstellen. Das war sehr beeindruckende Balance. Darfst du einmal festhalten. Guck einmal, ob was passiert mit deinem Chakra gerade. Fühlst du was? Immer noch nicht. Sag ja für die Kamera. Ja, ich fühle auf jeden Fall. Sehr gut. Füße einmal zusammen. Aber die Arme ausspreizen wieder. Arme ausspreizen, Füße zusammen aufstellen, wieder komplett anspannen. Wie gesagt, so. Und wenn wir hier drauf drücken, merkst du den Unterschied? What the fuck? Merkst du den Unterschied? Fakest du es gerade? Nein. Okay, wir machen nochmal den Gegentest. Einmal den Kristall wieder annehmen. Die Füße wieder zusammen, Arme einmal aufstrecken. Was soll ich habe? Arme wieder ausspreizen, wieder anspreizen. Genau, und du wirst merken, du hast in dem Moment wieder viel weniger Balance. Nee, war die gleiche. Merkst du den Unterschied? Ja. Für 25 Euro wird dieser Kristall deiner. Vielleicht nach dem zweiten Test. Wir machen einen zweiten Test. Zweiter Test, einmal die Füße zusammen, bitte.
einmal den Daumen nach vorne. Du bekommst jetzt von allen Leuten, so verwirrt gerade. Okay. Du bekommst von den Leuten zu Hause jetzt ein virtuelles Hyphen, ein virtuelles Thumbs Up zurück. Pass auf, du hältst den Daumen genau da, wo er ist. Und ohne die Füße zu bewegen, drehst du bitte den Oberkörper einmal nach hinten. Okay, merk dir, wie weit du gekommen bist. Du nimmst quasi den Daumen als Zielscheibe, dreh dich zurück. Du wirst merken, wenn du den Peklabo-Kristall festhältst, bist du nicht nur besser balanciert, du bist auch noch flexibler als davor. Halt die Füße genau, wie sie sind und dreh dich so weit du kannst nach hinten. Den Daumen wieder ausgestreckt. Was? Ja, Jonas, ich hab, hey, warte mal ganz kurz. Für 35 Euro wäre dieser Kristall heute deiner. Okay, dreh dich zurück. Wird halt immer teurer, ne? Letzter Test. Okay. Vorletzter Test. Einmal die Füße wieder zusammen, einmal die Hände so aufstellen. Greif bitte meine Faust. Faust gut festhalten, sehr gut. Deiner Schulter geht's gut? Ja. Okay, Jonas, ich wieg so um die 60 Kilo. Hast du gerade fett gesagt? Das heißt, wenn ich mich in dich reinhänge, hast du nicht. Okay. Wenn ich mich in dich reinhänge, einfach als totes Gewicht, dann ziehe ich dich wahrscheinlich irgendwann um, richtig? Ja. Du wirst merken, wenn du diesen Kristall festhältst, bist du nicht nur flexibler, du bist nicht nur besser balanciert, nicht nur besser im Bett, sondern bist auch noch stärker als davor. Halt den Kristall fest, andere Hand, da kommt gleich meine Hand rein, die Füße einmal zusammenstellen, Hände einmal aufstellen wieder, greif meine Faust. Merkst du den Unterschied? Ja. What the fuck? Fakest du's? Ich weiß nicht, ob... Für 45 Euro ist der Kristall heute deiner. Ich muss dir selbstverständlich gestehen, dass ich dich belogen habe. Dass ich euch natürlich auch belogen habe, dass dieser Kristall natürlich nichts mit seiner Aura zu tun hat. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, letzten Endes. Bitte? Ich habe gerade 3 Stück bestellt. Sagst du mir jetzt. Für 70. Gibt's kein Comeback zu, das tut mir leid, das hast du verschissen. Dass dieser Kristall nichts mit deiner Aura zu tun hat, das hat natürlich alles mit einem anderen Effekt zu tun. Peklabo heißt dieser Kristall auch nicht. Peklabo ist ein Anagramm. Anagramm ist ein Anagramm. Das ist, wenn du Buchstaben nimmst, du schmeißt sie durcheinander, du kriegst ein neues Wort dabei raus. Was könnte bei dem Wort Peklabo rauskommen? Was ist das Wort, das ich da Placebo. Placebo, genau. Placebo, ja. Das ist natürlich der Placebo-Effekt. Placebo-Effekt letzten Endes nichts anderes, als wenn du an was glaubst, dass es dir dann besser geht. Nocebo ist das Gegenteil. So eine Voodoo-Puppe zum Beispiel, dass du glaubst, dass sie dir weh tut. Und dann tut es dir weh, aber es ist halt psychosomatisch. Das ist so ähnlich wie Homöopathie, ist ein Placebo-Effekt weitestgehend. So, und das können wir hier also auch benutzen. Und das Schöne am Placebo-Effekt ist aber, dass er sogar dann funktioniert, wenn Leute wissen, dass es sich um ein Placebo handelt und dass er immer stärker funktioniert, desto mehr Leute daran glauben. Und das würde ich gerne zum Abschluss noch mal kurz zeigen, weil das eigentlich irgendwie auch eine, da steckt bestimmt eine schöne, tiefe Message drin über Teamwork und Teambuilding oder so, die könnt ihr euch dann nachher selber da raus extrapolieren alleine. Das müsst ihr euch dann überlegen, was jetzt meine deep Message damit war. Und dafür brauchen wir noch 4 Leute insgesamt am Start. Theo, du darfst dich einfach setzen. Okay, cool. Ja, danke schön. Für dich. Und wir müssen mal gucken, wie wir das gleich so hinkriegen. Aber ich denke, weiß, was wir machen, glaube ich. Theo, vielleicht kannst du mit dem Stuhl ein bisschen in diese Richtung rutschen, dass wir quasi neben dir noch ein bisschen Platz kreieren. Oh Gott. Sowas mäßig? Theo tragen. Ja, sowas. Ansonsten komm doch einfach hier vorne hin. Oder soll ich da? Können wir uns da sehen mit der? Ja, natürlich kann der, ja, die Kamera überall das sehen. Ne? Okay, dann stellt euch da hin. Ja. Selbstverständlich. Stellt es dahin. Okay, perfekt. Dreht euch so, ihr kennt die Kameras am besten, dreht euch so, dass ihr es gleich mitsehen könnt. Überall. Lassen wir ihn jetzt fliegen. Perfekt, genau. Ich glaube, wir werden ihn jetzt hochheben. Das ist fliegen, Leute. So quasi, das, genau. Das braucht letzten Endes natürlich euer Teamwork. Und euer Teamwork, ihr müsst erstmal eine Position lernen. Die Position müsst ihr alle lernen. Die ist wie folgt. Ich zähle von 1 bis 8. Mit jeder Zahl, die ich zähle, macht ihr was. Dabei kommt es auf Timing und Teamwork an. Das wird nachher auch relativ schnell passieren müssen. Das funktioniert wie folgt. Auf 1 wirst du, Alicia, deine linke Hand über nicht auf, sondern über Theos Kopf legen. Okay. Testen es einmal. 1. 2 ist deine linke Hand über ihre linke Hand. Sorry, die Hand bleibt nur 1. 2. 3. Du hast es durchschaut. 4. Genauso. 5 ist deine rechte Hand. 6. 7. 8. Sobald ihr hier seid, bist du, Alicia, jetzt gleich quasi die Security, dass sie nicht auf seinen Kopf kommt. Und ihr zählt quasi teamwork-mäßig 1, 2, 3, wie so ein Football-Team. Und macht dann einen Teamschrei. Müsst euch überlegen, was euer Teamschrei ist. Utopia. Jakob, was ist euer Teamschrei? Utopia natürlich. Okay. Utopia, selbstverständlich. Gut, wir proben das einmal. Wir machen es einmal. 1. Achso. Macht nichts. 1, 2, 3. Utopia. Machen den Real Deal. Kompliziert. Wir machen es durch, es geht relativ schnell. Es ist gleich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, Utopia! Drunter 1, 2, 3. Ja. Heben. Kriegen wir hin. Okay. Okay. Theo, deine Aufgabe ist folgende: Du setzt dich gerade hin, du spannst den ganzen Körper an, du nimmst die Hände einfach vor die Brust, als würdest du beten. Es fehlt natürlich noch was Wichtiges. Wer ist für dich, Jonas?
Den darfst du einstecken? Den wirst du so kaufen, Alter. Den müsst du so kaufen. 65 Euro steht ja aktuell. Adi, Revi und Regina, ihr macht gleich Folgendes. Ihr werdet gleich eure Finger nach vorne strecken und auf Theo zeigen und ihn quasi placebomäßig mitheben. Oder mit der Pose. Du darfst auch die Pose machen. Genau. Ihr werdet ihn quasi placebomäßig mitheben, desto mehr Leute daran glauben, desto stärker ist der Effekt. Alles klar. Dann aber, wenn ihr drei könnt in die Position gehen. Theo setzt sich gerade hin und spannt sich an. Ihr vier macht euch bereit. Und wir fangen mit deiner Hand an. Es geht relativ schnell, also erschreckt euch nicht. Es ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Utopia! Und 1, 2, 3. Und heben! Nein. Langsam wieder absetzen. Und gebt euch einen High-Five. Ihr habt das sehr, sehr gut gemacht. Sehr schön. Was für ein versucht es nochmal. Jetzt, wo ihr wisst, dass es ohne? Versucht ohne? Nein, es ist ein Joke. Wir machen das jetzt nochmal ohne. Wir machen das ohne jetzt. Ich will das ohne. Okay. Einmal noch und dann schauen wir, dann, ich glaube, dann kommen wir trotzdem noch an die PIN-Nummer und dann machen wir der Feierabend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Utopia! Und 1, 2, 3 und heben! Und aber warum waren wir das ist tatsächlich schwerer. Ja. Aber es braucht letzten Endes halt wirklich nur irgendwie einen Schwung, du bist gepumpt und es ist dann natürlich die Gewichtsverteilung. Wenn du eine, das ist ja wie eine Einkaufstüte von 80 Kilo, so 20 Kilo verteilt. Und ich bin verwirrt. Geht es? Krass. Wir sind, glaube ich, nicht auf die 300 Euro gekommen, aber wir machen die PIN-Nummer noch dazu. PIN-Nummer. Warte mal, wir haben noch nicht die 300 Euro. 120 PIN-Nummer. Euro, Leute, spendet noch mal rein. 100. Da denkt sich das. Soll ich mich ausziehen? Weiß ich nicht, das müsst ihr entscheiden. Ja, zieh dich aus sowieso, mach schon mal. Richtig, wir machen eine Executive Decision, die PIN-Nummer kriegen wir und dann versprechen die quasi, die 120 Euro noch zu spenden. Ja, machen wir doch. Du musst dir aber niemand mit der PIN-Nummer spenden, das ist, was ich meine. Kannst du hypnotisieren, dass sie das mit der PIN-Nummer machen, die Zuschauer? Oder dass sie quasi, kannst du sie hypnotisieren, dass sie alle an die Kreditkarte von ihrem Vater gehen und richtig viel Geld spenden? Das ist eine gute Idee. Wünschte. Ja? Eine würde ich versuchen zu erraten. Okay. Du weißt natürlich, was passiert, wenn ich sage, denk nicht an ein blaues Auto, was passiert dann? Ich denke nicht an ein blaues Auto. Denkst nicht an ein blaues Auto. Du denkst natürlich an ein blaues Auto. Das ist gleich, wenn ich sage, denk nicht an mich in Unterwäsche und es passiert sofort. Wir können sehen, dass es funktioniert. Das ist eine solide psychologische Technik. Ja, es ist Reverse Psychology. Du sagst das eine, du willst das Gegenteil erreichen. Ich habe da auch ein Buch drüber geschrieben. Cool. Darf ich deine Hand gegen meine haben? Ja. Und versuch bitte nicht an die erste Ziffer deiner PIN-Nummer zu denken. Tu alles, um dann nicht dran zu denken. Okay. Schau mich an. Das ist ein extrem heftiges Pokerface. Tu alles, um nicht dran zu denken. Das ist deine Hand zuckt so. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Das ist eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Versuchst du gerade mich zu bluffen, indem du an eine andere Ziffer denkst? Nein. Dann ist es so einfach, die erste Zahl ist eine 1, stimmt's? Okay, krass. Nein! Ist das jetzt deine echte PIN-Nummer? Oh, alles um nicht an die zweite Ziffer deiner PIN-Nummer zu denken. Ich kümmere mich nicht weiter. Das ist eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Und das Interessante ist jetzt, wenn Menschen nicht an die zweite Ziffer denken, denken sie oft bewusst oder unbewusst an die dritte Ziffer. Ist die dritte Ziffer deiner PIN-Nummer eine 2? Oh mein Gott! Junge, hast du 1, 2, 3, 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Und ich glaube, ich weiß, was die komplette Ziffer, die komplette Nummer ist. Und ich habe nichts zu schreiben. Ich glaube, wir haben was zu schreiben. Hier ist ein Kuli, mach den erstmal zu. Das geht auch zu weit jetzt, das weißt du selber. Mach die Augen zu kurz. Ich, ich hab selber tatsächlich gemerkt, als er die Nummer gesagt hat, was mit meinem Auge passiert ist. Das ist ja okay, ich hoffe, die Kamera kann das dann auch irgendwie sehen. Ihr könnt das jetzt auf jeden Fall sehen. Es gibt keinen Weg zurück mehr. Du kannst es einmal festhalten, ohne es noch umzudrehen. Du darfst einmal laut sagen, was deine komplette PIN-Nummer ist. 1, 2, 2, 8. Oh mein Gott! Nein! Crazy! Geil. Crazy! Krass! Krass. What the fuck? Das kann nicht sein. Crazy! Okay, die letzte Ziffer wundert mich ein bisschen, weil. Ich glaube, es ist eine ganz kleine Reaktion im Gesicht halt, die dann passiert. Aber woher wusste ich? Ich komme auf Finger. Oh mein Gott, das wird so krass. Weil irgendwas zuckt dann halt in einem oder so. Ja. Mehr oder weniger Widerstand. Das ist meine PIN-Nummer halt. Ne? Ich muss jetzt quasi nach Hause fahren. Alles klar. Ja. Kannst mir auch deine Karte anvertrauen? Ich würde das für dich machen. Würdest du das machen für ich mich? Das machen, ja? Für dich. Okay, das wäre super lieb. Sehr gerne. Voll gerne. Hast du noch was? Wir machen Suggestionstests mit der ganzen Gruppe und darauf basierend würde ich quasi gucken, was man dann noch weiterführend machen kann. Ihr könnt einmal die Hände nach vorne machen. Jetzt einmal alle Hände nach vorne, einmal die Füße so zusammen. Daumen über Kreuz. Zeigefinger nach vorne und die Arme einmal anwinkeln. So, sehr gut. Braucht hierbei, ja. Füße über Kreuz? Nee, Füße auf dem Boden. Sorry, Daumen über Kreuz, hatte ich gesagt, genau. Noch nicht jetzt, aber gleich machst du die Augen zu. Sobald die Augen zu sind, machst du einen großen Abstand zwischen deinen Zeigefingern, quasi so, Zeigefingerspitzen, und stellst dir an deinen Zeigefingerspitzen zwei Magnete vor.
Sobald du mich schnipsen hörst, stellst du dir vor, wie die Magnete deine Finger zueinander hinziehen. Okay? Ganz easy. Einmal die Augen zumachen. Groß, das könnt ihr zu Hause übrigens mitmachen, wenn ihr jetzt gerade mitschaut im Livestream. Einmal die Hände zusammenfalten, genau. Augen zu, großen Abstand zwischen deinen Zeigefingern. Und stell dir an deinen Zeigefingerspitzen, genau jetzt, zwei Magnete vor. Und dann wirst du spüren, wie die Magnete langsam anfangen, deine Zeigefinger zueinander hinzuziehen, bis sich die Zeigefingerspitzen wieder berühren. Und ich kann einige von euch schon jetzt lachen sehen. Und wenn du spürst, wie die magnetische Kraft immer stärker wird, dann zu spüren, wie die Magnete sich immer weiter aufeinander zuziehen. So, bei einigen von euch, wir geben euch noch so 3 Sekunden. 2, 1, 0. Ihr könnt die Augen wieder aufmachen. Bei einigen von euch sind die Finger jetzt schon aneinander. Jonas, sag uns kurz, wie fühlt sich das an? Ich bin so richtig leicht beeinflussbar. Man muss mir komplett auseinander machen, die Hände. Im Kopf hat doch schon alle meine Pins und so schon abgespeichert. Bei dir hat das gut funktioniert, bei Theo glaube ich auch. Bei dir habe ich es gerade gesehen, Regina. Wie fühlt sich das an? Was für ein Gefühl ist das? Also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich habe das ein bisschen zu sehr zerdacht, weil es ging wirklich direkt schon quietsch, 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 ja. So, als wäre das so wie so ein Scharnier, das so geölt werden muss, dass es zusammengeht. Dann habe ich ab der Hälfte so gedacht, bin ich einfach nur müde und habe keinen Bock und lasse deswegen nach. Aber dann habe ich die zusammen gemacht und es hat dann angefangen zu pulsieren und hat immer weiter gedrückt. Also zusammen. Okay, na, folgendes, einmal die Hände wieder auseinander. Einmal auf den Abstand zwischen den Händen schauen. Und schließ die Augen. Und stell dir an deinen Handinnenflächen dieselben 2 Magnete vor. Handinnenflächen dieselben Magneten, dieses Mal noch größer. Und stell dir jetzt vor, wie die Magnete deine Handinnenflächen zueinander hinziehen. Mit jedem Atemzug, den du nimmst, mit jedem Herzschlag, den du spürst, mit jedem Wort, das du mich sprechen hörst, weiter aufeinander zu, bis sich die Handinnenflächen berühren. Und erst, wenn sich die Handinnenflächen berühren, kurz Moment entspannen und die Augen wieder öffnen. Fantastisch, Theo ist schon fertig. Bei Jonas geht es immer schneller. Und desto schneller das geht, desto stärker werden die Magneten in Jonas Händen, bis sich die Handinnenflächen auch da berühren. Ich glaube, bei mir ist irgendwas falsch gepolt. Meine Hände gehen weiter auseinander. Dann hast du die Magneten falsch rum. Ich weiß auch nicht, was meine Hände machen. Mir passiert gar nichts. Und bei Jakob sind wir auch fast da. Okay, sehr gut, entspannt euch. Ihr könnt eure Hände einmal ausschütteln. Was haben wir gerade gemacht? Das sind sogenannte Suggestionstests. Die zeigen mir quasi, wer besonders schnell auf Suggestionen und Hypnose und eben hypnotische Techniken reagiert. So, und im schnellsten, ja, Jonas und Theo haben da sehr gut drauf reagiert. Und ihr könnt euch dafür high-fiven. Das ist ein Talent, das kann man üben irgendwo. Wenn ihr Bock habt, kann ich mit einem von euch irgendwie noch 5 Minuten so eine hypnotische Session machen. Wir können gucken, wie weit ihr gehen könnt. Ja. Ihr müsst mir sagen, wer von beiden das ist. Das würde ich euch einfach überlassen. Ihr sucht Jonas aus. Jonas. Ja, den kann man richtig gut. Kannst du krasse Sachen? Ja. Okay, ja. Ja. Hat er Lust so. Geil, ja, Hammer. Dann würde ich sagen, tauscht einmal den Platz. Kannst du hypnotisieren, dass er in mein Bett kommt heute Nacht? Kriegst du dir zusammen? Nee. Mir auch nicht. Krass. Passt. Was ist, wenn es nicht zusammengeht? Was ist dann die Diagnose? Dann wenn es nicht zusammengeht, heißt es im Grunde nur, dass du nicht auf die Techniken, die ich dann bei einem Suggestionstest benutze, schnell genug reagierst. Das heißt nicht, dass du auf Hypnotherapie zum Beispiel nicht anspringen würdest, das sind wieder andere Techniken, aber das heißt, dass du für Showhypnose wahrscheinlich nicht der ideale Kandidat wärst, weil du nicht schnell und spektakulär Hypnosephänomene exhibierst. Das ist alles eigentlich. Jonas ist schon voll konzentriert, guck zu einem. Konzentriere mich da einfach so hart. Früher mal, aber das ist nämlich auch voll okay. Im Grunde ist Hypnose nichts anderes als fokussierte Aufmerksamkeit. Manche Leute sind komplett unbewusst, andere Leute träumen, wieder andere Leute sind bei der Sache und können aber irgendwie nichts dagegen tun. Es ist nichts, was ich dir aufzwingen kann natürlich, es ist in deinem Kopf. Das heißt, ich brauche deinen Fokus dafür. Wenn du sagst, Timo, du kannst das nicht mit mir machen, dann würde es nicht funktionieren. Aber wenn du sagst, okay, ich lege den Fokus dahin, wo du mich bittest, ihn zu legen, dann wirst du ein paar krasse Erfahrungen machen. Das ist eigentlich alles. Wir gehen gleich in die sogenannte hypnotische Induktion. Die hypnotische Induktion ist das, was du auch schon mal im Fernsehen gesehen hast, garantiert, wo jemand sagt, schlaf. Und dann schließen sich die Augen und die Person entspannt sich. Wie gesagt, manche Leute unbewusst, andere träumen, andere bei der Sache. Öffnen die Augen erst dann wieder, wenn ich dich bitte, die Augen zu öffnen. Kann er dann erzählen? Alles klar. Einmal die Füße auf dem Boden. Okay, dreh dich zu mir hin. In die Hand. Tiefen Atemzug einmal ein. Und einmal aus. Hast du Erfahrung mit Meditation? Okay. Tiefen Atemzug ein. Nochmal aus. Okay, mach die Augen kurz auf. Gib mir kurz die Hand. Schau bitte genau hier auf die Hand. Schau, wie die Hand sich deinen Augen nähert. Wie sich der Fokus deiner Augen verändert und die Neigung deiner Augen sich zu schließen, desto näher die Hand kommt, wie gezogen von 2 Magneten. Und sobald die Hand deine Stirn berührt, kannst du die Augen schließen, dich tiefen entspannt fallen lassen. 3, 2 und schlafen. Desto tiefer du gehst, desto besser fühlst du dich. Und desto besser du dich fühlst, desto tiefer kannst du gehen mit jedem Atemzug, den du nimmst, mit jedem Wort, dass du mich sprechen hörst, mit jedem Herzschlag, den du spürst. Die Hand bleibt genau hier und supportet dich. Dieser Arm kann komplett entspannt zur Seite. Sehr gut.
Und desto tiefer du gehst, desto besser fühlst du dich. Und desto besser du dich fühlst, desto tiefer kannst du in diesem wunderschönen Zustand der Entspannung sinken, treiben, geschehen lassen. Und Jonas, ich bin sehr neugierig, denn ich weiß, dass dein linker Arm viel leichter ist als dein rechter Arm. Und genau hier kannst du spüren, wie 10, 20, vielleicht sogar 30 Heliumballons diesen Arm langsam anfangen, leichter zu machen, ihn langsam oben halten und ihn weiter nach oben ziehen. Und desto weiter sich dieser Arm langsam in die Luft hebt, desto tiefer kannst du gleich sinken und desto tiefer du sinkst, desto heiter kann dieser Arm langsam anfangen, in die Luft zu steigen, immer weiter. Stell dir genau hier 20 Heliumballons vor, die erst den Arm, dann die Schulter, dann die ganze Hand anfangen zu heben. That's it. Mit jedem Atemzug, den du spürst, mit jedem Herzschlag, den du fühlst, jedem Wort, das du mich sprechen hörst, genau hier, und es pendelt sich langsam ein und spüren, wie der Arm immer leichter wird, immer leichter, und genau da langsam einpendeln. Yes. Und stell dir vor, wie die 30, 40 Ballons diesen Arm langsam immer höher heben, noch weiter in die Luft. Und desto höher der Arm geht, desto tiefer kannst du dir selbst erlauben zu sinken. Und desto tiefer du sinkst, desto höher kann der Arm steigen. Genau wie die Magneten zuvor, immer weiter in die Luft. Mit jedem Atemzug, den du nimmst, mit jedem Herzschlag, den du spürst, mit jeder Sekunde, die du meinen Worten lauscht. Wenn ich gleich von 1 bis 3 zähle, kann der Arm wieder zurück an deine Seite fallen wie ein nasser Sack Wasser. Es ist 1, wie ein Sack Wasser, 2 und 3. Langsam entspannt, sehr gut. Zähle gleich von 1 bis 3. Auf 3 darfst du die Augen kurz öffnen. Du kannst ganz entspannt mit mir reden. Wann auch immer ich das Wort Schlaf sage, kannst du wieder doppelt so tief in diesen wunderschönen Zustand der Entspannung sinken. Es ist 1, 2 und langsam die Augen öffnen, 3. Okay. Ich merke gerade, dass ich dagegen sehr krass blockiere jetzt in meinem Kopf. Ich glaube, also ich spüre auf jeden Fall nicht die Magneten, die ich eben gespürt habe. Alles gut. Ich glaube trotzdem, dass wir zumindest eine Sache machen können. Okay. Das ist sehr easy. Bist du Rechts- oder Linkshänder? Ich bin Rechtshänder. Darfst du, geht's dir gut? Ja. Ja. Darfst du den rechten Arm einmal zur Seite strecken. Und kannst hier bitte einmal eine Faust machen. Und mach die Faust so stark du kannst. Machst du so fest du kannst. Genau. Schließ die Augen kurz. Hier kommt es auch wieder nur auf deine Vorstellungskraft an. Stell dir bitte vor, Jonas, dass durch deinen Arm von der Schulter in den Ellbogen bis in die Faust eine Eisenstange läuft. Kannst du dir das vorstellen? Läuft von hier nach hier nach hier und hier hinten hältst du sie fest. Du kannst. Und Jonas, das ist eine Eisenstange, die ist so stark, dass nicht der stärkste Mann, nicht der stärkste Frau, nicht der stärkste Mann auf der Mensch auf der ganzen Welt diese Eisenstange biegen könnte. Stell dir bitte vor, während du diese Eisenstange vorstellst, dass dieser Arm und diese Muskeln immer fester werden, dass sich die Muskeln immer weiter versteifen und du hältst ihn hier hinten so fest du kannst. Und wenn ich noch nicht jetzt, aber gleich versuche, den Arm zu biegen, dann wirst du merken, desto mehr ich es versuche, desto mehr Widerstand bekomme ich. Und desto mehr Widerstand ich bekomme, desto weniger werde ich das versuchen. Immer stärkerer Widerstand, that's it. Und desto mehr Widerstand ich bekomme, desto weniger versuche ich es. Und desto weniger ich versuche es, desto mehr Widerstand kann ich da bekommen. Die Muskeln verschleimen sich immer weiter, immer weiter, immer weiter. Sehr gut, halten sie fest, du kannst. Und Jonas, du weißt natürlich, dass dein Unterbewusstsein viel stärker ist als dein Oberbewusstsein. Und wenn du diese Faust so fest du kannst hältst, kannst du dir noch nicht jetzt, aber gleich vorstellen, dass es eine Stange ist, die nichtmals du biegen könntest. Und wenn du dir dessen sicher bist, dann hältst du die Faust so fest du kannst und versuchst, diesen Arm zu biegen. Du wirst merken, dass das nicht geht. Halt die Faust so fest du kannst und versuch, den Arm zu biegen und merk, wie sich das anfühlt. Schau, wie sich das anfühlt. Halt sie so fest du kannst. Versuchst du es schon? Wie fühlt sich das an? Was für ein Gefühl ist das genau jetzt? Beschreib es. Es fühlt sich schon komisch an, als wäre der Arm schon relativ fest. Versuchst du es wirklich? Schau, wie er sich sogar fast wieder anfängt zurückzubiegen. Desto mehr du es versuchst, desto härter wird der Arm. Wie fühlt sich das an? Aber ist der Arm gebogen gerade? Nein. Nein. Gar nicht gebogen? Nein. Schau, was passiert, wenn ich gleich in die Hände klatsche. Kannst du ihn biegen wie eine Nudel? Es ist 1, 2 und 3. Einfach biegen. Hä? Er hat Schauspiel studiert, Jonas. Ganz die Augen aufmachen. Und die Faust loslassen. War der vorher nicht gebogen? Nee. What the fuck? Das ist so, okay, das war schon komisch. Okay. Das war schon sehr ruhig jetzt. Aber wenn du sagst, du merkst, du blockierst ansonsten dagegen, dann belassen wir es dabei. Und dann ja, würde ich dir sagen. Danke dir. Das hat mich sehr gefreut. Cool. Wow, krass. Okay. Yes, es hat mir Spaß gemacht mit euch. Ich würde sagen, danke dir. Danke. Hat Spaß gemacht und ja, war sehr schön. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Jetzt musst du noch irgendwas messagemäßig an die Leute weggeben. Einfach nur, es reicht ein hypnotischer Blick, dass sie es spenden. Ja, hier kommt der Hypnoseblick. Spenden. Erstens, zweitens.
Ich habe keine tiefe Message, sag keine Arschlöcher. Und drittens, Jurassic Park ist die geilste Filmfranchise aller Zeiten und wer andere Meinung ist, hat Unrecht. Das war meine Message. Word. Gut, dankeschön, sehr gut. Ich habe mich gefreut. Dankeschön. Geil, ey, mega cool. Dankeschön. What the fuck?